Herzlich willkommen zurück zu Deadly Escape. Ich bin euer Chojin. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind in der zweiten Mission und hier geht es direkt übelst ab. Wir sind sehr weit gekommen. Leider sind wir drauf gegangen. Aber einzelnen Zombie. Konnte es kaum glauben. Hab ich da ein bisschen Murks gebaut. Ich hätte da wegrennen sollen. Aber der hat auch irgendwie den Shotgun-Schuss überlebt. Das habe ich nicht verstanden. Aber naja, sei es drum. Jetzt geht's weiter. Aber ich glaube, wir waren schon fast durch die ganze Mission fertig. Sowas Fieses. Das war jetzt echt nicht so nett. Hey, Moment mal. Müssen natürlich wieder gucken, dass wir überall irgendwo nicht Sachen liegen lassen. Dafür können wir das Level jetzt schon recht gut. Gut. Die Tür können wir noch nicht aufmachen. Schnauze. Genau, warum warten, bis er mutiert und mich attackiert? Ah, ein bisschen Granats. Haben wir ein bisschen Shoddy. Das ist gut. Für zwei Stück lohnt sich das. Warum nicht? Gut, das lohnt sich sehr, natürlich. Da unten, die muss ich erstmal nicht erlegen. Die habe ich alle einzeln das letzte Mal getötet. Das werden wir dieses Mal nicht machen. Obwohl, die habe ich hier reingelockt, ne? Das war eigentlich eine ganz geile Sache. Aber ich glaube, die werden wir diesmal mit der Shotgun zerlegen. Wenn wir sie denn haben. Mit dem Granatenwerfer. So, war bei der Leiche was? Ja. Da haben wir eine Info. Das klicke ich natürlich jetzt vor solche Sachen. Mist, hat mich getroffen, der Schweinepriester. So, wie viel haben wir noch? 17 in der normalen Pistole und 4 Stück in der Shotty. Wieder eine Heilung. Also die Texte wiederhole ich natürlich nicht, die haben wir alle schon gelesen im Video davor. Darum werden wir auch wesentlich schneller wieder zu der Stelle kommen. Aber das ist interessant, wenn das wirklich nur zwei Missionen sind und danach nichts mehr kommt, ist das ja recht wenig, sage ich mal. Ne? Wenn man das kennt, dann ist man ruckzuck durch. Aber Größe ist auch nicht ausschlaggebend. Hat ein nettes kleines Spiel, muss man halt ein Sale abwarten und im Sale dann halt für ein paar Cent kaufen. Wenn man an sowas Spaß hat. Show Signs of Extreme Agony. Ah ja, okay. Müssen natürlich alles entdecken. Tür da unten ist noch zu. Ah, die Mutieren sind scheiße. Was, was? Das war nur das hier, ne? Okay. So, Sesam, öffne dich. Da brauchen wir den Code, den haben wir natürlich noch nicht. Passwort geschützt, um da unten reinzukommen. So, jetzt können wir mit der Pistole, das ist gut. Machen wir dann auf jeden Fall auch. Sparen wir ein bisschen. Du hast keinen Input. Hier brauchen wir ein Skalpell für. Das wir noch nicht haben. Müssen wir die Leiche aufschneiden. Bam! Bloody hell! Genau, da brauchen wir für den Retina-Scanner ein Auge. Und hier brauchen wir eine Festplatte und noch zusätzlich einen Stick, den wir noch nicht haben. So, war da unten was? Nein, schade.
So, an denen gehen wir vorbei. Da müssen wir nicht unbedingt töten. So, der da unten. Gut. 8415, dein Passcode haben wir jetzt. Da fehlt immer noch ein Finger, da weiß ich noch gar nicht, wo wir ihn herkriegen. Das haben wir noch nicht entdeckt. Und da müssen wir sehr wahrscheinlich später noch hindern. So, ein bisschen Gewehrmunition, okay. Das sollte die letzte Tür gewesen sein. Ja, ein bisschen Muni. Ich könnte versuchen, die alle da oben hinzulocken. Okay, der letzte ist nicht mitgekommen. Good job. Hat awesome geklappt. Aber das bringt auch nichts, die zu töten, deswegen muss das nicht sein. Achso, wir hatten den Code. Das heißt, wir können jetzt da unten ins Labor rein, wo der Virus ausgebrochen ist. Schön. Gehen wir besser mal auf die Shoddy. Was? Doors open. Warning. Unknown. Pathogen detected. Ah ja. Hab ich da falsch geklickt. So, da kommt gleich ein Mutant. This will be nasty. Richtig, der hat den Retina-Scan das Auge rausgemacht. Oh, und der hält 2 Schuss aus. Auch nicht nett. All doors unlocked. Leider nicht alle. Aber okay, trotzdem ein paar sind auf. Da können wir jetzt nochmal ordentlich ein bisschen rummetzeln. Gerade mal schauen. Wir haben 22 Shotty, das ist gut. Aber nur noch 2 Pistol. Erst unten oder oben? Da muss ich gar nicht rein in den Raum, ne? Da ist sowieso nichts dran, oder? Wir lassen den mal aus. Warum soll ich Munition verschwenden? Hier müssen wir leider hin. Da ist auch irgendwo einer von den Schnellen. Genau, der hat mir nämlich gut Schaden gemacht das letzte Mal. Das machen wir nicht nochmal. Aua. Wie viel Energie haben wir? 2 noch. Ich nehme mal besser eine Heilung. Nicht, dass wir sterben. Nicht, dass wir sterben. Granatenwerfer, sehr gut. Da ist die Festplatte drin. Dankeschön. Schauen wir nochmal, ob hier an den Rechnern irgendwas war. Aber ich glaube nicht. Da auch nicht mehr drin. Ah ja, da kommen wir aber auch erst später hin. Ah komm, wir bringen sie um, dann sind sie tot. Ah, wenn ich sie schnell töte, dann gehen sie auch nicht zur Mutation. Das ist natürlich auch nochmal wichtig. Aber es war Munitionsverschwendung, ne? 2 Patronen. Egal, tot ist tot. So, schauen wir weiter. Achso, ich könnte das in die Festplatte tun, ne? Das wäre sinnvoll. Peu à peu wieder vorarbeiten. Hard drive was installed. The computer is working now. Das Problem ist, dass wir jetzt den Stick brauchen. Ja. The hard drive has been installed, but it's lacking on OS. Wir müssen ein Betriebssystem also besorgen. Wir wissen auch schon, wo es das gibt. In der Leiche drin. Dafür brauchen wir aber erstmal ein Skalpell. Shit.
Da hätten wir schneller sein müssen. Das kostet uns... zusätzliche Munition, leider. So, hier gibt es irgendwo den Granatenwerfer. Ja. Thank you. Awesome shit. So, und hier hinten müsste das Kapell gewesen sein. Shit! Shit! Fuck it! Du Bastardo! Das gefällt mir ja gar nicht. Tja, wir haben kaum noch Muni. Wie viel sind da noch drin? There's something over the dead body. Ja, danke schön. Gibt es hier noch viel mehr coole Sachen? Hier schon mal nicht. Doch, da gab's was. Mist. Da gab's was. Kommt hier rüber, Edgebage. Ja, genau. Das war nur die Info von dem verrückten Wissenschaftler. Alles klar. Die bringt mir in dem... Ach, shit. Versuchen wir, den zu umgehen. So, sind wir fast an der Stelle, wo wir vorher schon waren. Und kommen zu dem Raum, wo wir draufgegangen sind, weil ich Munition sparen wollte. Genau, der Raum ist das. Der ist nicht ohne. Moment mal. Kann ich noch was machen? Override Program installed. Shutting down main power. Ah ja, okay. Das haben wir schon gemacht. Bringt das nichts. Ach, komm. Gut gemacht. Also fehlt uns immer noch links der Computer. Dafür brauchen wir einen Finger. Und welchen Finger, weiß ich noch nicht. Also, ich glaube, einer kam direkt angerannt, ne? Oder kam keiner angerannt? Doch, einer kam direkt angerannt. Da kommt er. Den müssen wir so ausschalten. Und der da ist auch blöd. Gut. Und jetzt versuchen wir ein bisschen Muni zu sparen, da wir eigentlich nur noch 5 Patronen haben. Das ist nicht so gut. Deswegen gehen wir mal auf den Granatenwerfer. Und machen dasselbe Spielchen wie das letzte Mal. Energie ist voll. Kann natürlich gut wieder in die Hose gehen. Dann mache ich das ziemlich... Oh, shit. Nein. Okay, das war nicht so toll. Shit, das war gar nicht so toll. Okay, wir haben hier was gefunden. Lucky, the finger has already severed. Nice. Dann müssen wir es nicht machen. Now I need to turn the power on again. Lass mal noch schauen, ob wir hier was Schotti finden. Ah, Heilung, Gott sei Dank. Vielen Dank. Da ist schon mal nichts. Hier auch nicht. Oh, da unten ist noch einer. Versuchen wir zu umgehen. Ja, Granaten. Okay, wir rennen mal um den herum. Ich will nicht, dass er runter zu uns kommt. Mist, in den Raum sind wir gestorben, ne? Und jetzt sind wir sehr wahrscheinlich kurz vorm Ende. Ja gut, ja. Wenn man Spiele kennt, dann ist es immer einfach im Nachhinein. So, dann müssen wir uns an der einen Leiche wieder vorbeistipitzen. Der hier. Gehen wir mal auf Schotti. Wir können ja... 5 Stück können wir kalt machen. Oder halt 2,5 mutierte. So, jetzt bin ich gespannt, was jetzt passiert. Not enough power to operate to hatches.
Wo, was, wie habe ich ausgelassen? Okay, hier haben wir es ausgelassen. Okay. Nein, haben wir nicht ausgelassen. Hier waren wir gewesen. Wo müssen wir hin? Welchen Computer musste ich denn hier noch bedienen? Ah, shit. Okay, jetzt nehme ich auch noch mit. Jetzt sind alle tot auf dem Areal. Der da. Nee, da passiert nichts. Restoring Power. Aha. Wieso ging das denn eben nicht? War ich doch schon gewesen. Schade. Wir haben zwei Patronen. Aber wir haben noch andere Waffen. Activation of the Emergency Protocol requires Fingerprint Scan. Ja, den haben wir bei. Jetzt kommen sie wahrscheinlich wieder unendlich Gegner. Wo müssen wir jetzt hin, ist die Frage. Das war nämlich nicht so offensichtlich. Oder müssen wir einfach nur da wieder hin? Nee. Gute Frage, nächste Frage. Weil das ist mir jetzt noch nicht ersichtlich, wo ich hin muss. Ah. Das ist weiter rechts irgendwo noch. Das ist nicht der hier. Es gibt irgendwo noch so einen Durchgang. Und da gehen wir jetzt hin. Aber wo war das? Ich sehe es noch nicht. Und da war auch noch ein Gegner. Ah, hier. Okay. Also, wir hatten ja den Bosskampf beim ersten Mission gehabt. Hier geht's weiter. Bei der ersten war einfach nur to be continued. Was muss ich denn jetzt machen? Shit. Geht jetzt alle... Hallo? Ja, dachte ich mir. Okay, Bosskampf. So wie es aussieht. Okay, ich kann den gar nicht treffen. Fuck it! Fuck it! Nein! Ich habe auf den geschossen, der stand einen Meter vor mir und hat den nicht erschossen. Okay, du fieser Sack. Ah, wir können direkt an derselben Stelle weitermachen. Wir müssen mal gerade schauen. Das ist geil. Danke, Spiel. Danke, Spiel. Ich dachte, ich muss alles neu machen. Wir haben 5 Granaten noch. Granate ist, glaube ich, gar nicht so schlecht in der Stelle. Aber wenn da diese andere kommt, muss ich schnell auf Schotti wechseln. Und wir haben 5 Schotti. Wir haben gar nicht so, wie wir rübergekommen sind, weil wir gestorben sind. Das ist interessant. Gibt es hier noch was abzusahen? Das muss man natürlich auch mal wissen. Am besten locken wir sie zusammen. Damit sie alle etwa auf einen Haufen sind. Nein! Wir haben die falsche Wumme drin. Ich pack's ja nicht. Kravum. Das war gut. So, jetzt kommt einer von denen. Ne? War doch richtig. Der mutiert. Huhu, wir sind schon fast tot. Ich hasse euch. Aber zu schnell kann ich gar nicht wechseln. Bastardo. Okay, wir brauchen eine andere Wumme.
Nein, wir müssen den Doc treffen jetzt. Interessant, wir haben einen unsterblichen Gegner und müssen den Doc jetzt töten in der Zeit, während der auf uns draufhaut. Shit. So, die Ausdauer darf nicht weggehen. Mist, der ist zu weit weg. Mist, wieso bist du nicht anvisiert? Wieso schießt der nicht? Der braucht irgendwie ein bisschen mit der Rifle, ne? Das ist ein Problem. Sehr wahrscheinlich muss der fliehen. Der schießt nicht! Verdammte Hacke, was ist hier los? Was ist hier los? Haben wir keine Muni? Ah, wir haben keine Muni und ich denke, wieso schießt der denn nicht? Ah, das hat uns viel zu viel Energie gekostet. Okay, wir können mit dem Granatenwerfer, das wird Blödsinn. Wir haben ganz viel Pistole. Wirklich mit der Pistole? Nee, dann nehmen wir den Granatenwerfer und hoffen, dass wir nicht übelst draufgehen. Equipped. Müssen natürlich näher ran zu dem dafür. Okay. Wir verletzen uns damit selber. Das ist ein Problem. Mist. Komm, 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 komm. Regenerier, regenerier, regenerier. Nice! Jabba dabba dabba duhu! You have survived the horrors of the facility, but is it safe outside? Game over, man! Sehr wahrscheinlich nicht, aber kann ich irgendwas machen? Enter drücken? Ah ja! Deadly Escape! Also, Chapter 1 und 2, das ist das Spiel. Wenn man es natürlich kennt, wir haben jetzt mehrere Stunden natürlich gebraucht, sind ja ein paar Videos geworden, 5 glaube ich waren es jetzt, und dann ist es schon ein, ja, ich sag mal ein kurzes Spiel eigentlich, aber es kostet ja auch nur ein paar Cent im Sale, oder ich glaube so, glaube ich 4 Euro oder sowas, weiß nicht genau, anstatt einen Kaffee habt ihr da ein paar Stunden Spaß mit. Ist natürlich immer so eine Sache, ob man das überhaupt mag oder will, so Spiele, wie gesagt, man ist sehr retro-lastig, das gefällt mir sehr gut und schönes Survival und hat wie bei diesen alten, ja, wie bei den NES oder Super NES Titeln, dass man immer wieder neu versuchen muss, das ist nicht jedermanns Sache. Ich finde das manchmal ganz nett, um einfach ein bisschen so kurze Runs zu haben. Das ist eine ganz nette Sache für so die Mittagspause oder dergleichen. Coming soon, before Overrun. Also da kommt eine neue Kampagne, ist gedacht, und ein DLC soll es wohl auch irgendwie noch geben. Aber wann das kommt und wie er sich das gedacht hat, weiß ich nicht. Bis demnächst, euer Chojin.